Die Antwort auf die Frage, ob ich einfach nur vergessen habe, hier aufzuräumen, lautet eindeutig nein. Und die Antwort auf die Frage, ob Spaceship Unity das innovativste und witzigste Spiel des Jahres ist, lautet für mich persönlich bisher ganz eindeutig ja. Ich konnte jetzt hier schon mal diesen Promo-File spielen. Den kann man sich auch als Print-and-Play-Version runterladen. Das kann ich euch auch sehr empfehlen, weil das sind einfach nur ein paar Seiten, die man ausdrucken muss, die man aufschneiden muss. Das sind dann einfach nur hier so Karten. Also da würde ich jetzt nicht darauf warten, dass ihr zwingend dieses Heft hier in die Hände bekommt. Und dann könnt ihr es eben auch schon mal ausprobieren und einfach erleben, und es lohnt sich meiner Meinung nach. Das wird es dann in wenigen Wochen auch als richtiges Brettspiel geben, das deutlich größer ist, deutlich umfangreicher ist, wo deutlich mehr Karten drin sind. Und man hat ja schon ein bisschen was davon gehört, ne? Dass die eigene Wohnung wird jetzt zum Raumschiff und man muss dann irgendwie im Raum irgendwelche Gegenstände verteilen und muss dann irgendwie eine Geschichte erleben und Aufgaben durchführen. Und die Frage ist ja, ist das witzig, ist das gut, ist das vielleicht eher peinlich, will man das nicht machen? Und wir haben es jetzt halt gespielt und ich muss sagen, es ist super gut, ich freue mich mega drauf, das ganze Spiel zu spielen und die komplette Geschichte zu erleben. In diesem Spiel gibt es halt verschiedene Systeme. Hier haben wir zum Beispiel das Com-System, dafür brauche ich ein Smartphone. Oder hier gibt es halt den thermischen Scanner, dafür brauche ich 3 Stück Winterkleidung. Oder hier haben wir dann den optischen Scanner, auch dafür brauche ich ein Smartphone. Hier haben wir dann eine Diplomatie-Datenbank, dafür brauche ich einfach 2 Bücher. Irgendwas, ne? Deswegen habe ich hier irgendwie so Stephen King Bücher gerade liegen. Wir brauchen für den Kraftwerkgenerator ein Geschirrhandtuch und eben auch ein Buch. Wir brauchen für den Laser brauchen wir 3 Sockenpaare, ne? Sind frisch gewaschen, habe ich hier auch liegen. Und für den Sprungantrieb brauchen wir einen Staubsauger mit Kabel. Meiner ist jetzt leider hier kabellos, deswegen habe ich hier noch mein Laptop-Kabel genommen. Und es gibt eben auch immer so ein paar Hinweise drauf, ne? Wenn man irgendwas nicht hat, was man noch so als Alternativen benutzen kann, oder wenn man wirklich irgendwas komplett gar nicht hat und auch nicht ersetzen kann, dann gibt es hier eben so Backup-Systeme, wo man dann alternative Aufgaben drauf hat. Und diese Gegenstände oder auch diese Aufgaben soll man halt irgendwo im Raum verteilen, am besten auch immer direkt das jeweilige System dazulegen. Also wenn ich jetzt hier einen Sprungantrieb habe, dann würde ich halt den Staubsauger mit Kabel irgendwo hinstellen, diese Hilfe halt dazulegen, der Laser, wo ich die 3 Sockenpaare habe, da suche ich mir dann auch eben irgendeinen Ort. Man soll nicht alles auf den Tisch legen, an dem man normalerweise spielt. Das heißt, das würde ich jetzt hier vielleicht auf die Spüle, Anrichter hinten legen und da halt die Socken dazulegen. Und so verteilt man halt alle Systeme. Und dann erzählt das Spiel eine Geschichte. Mit einem ähnlichen Humor, wie es zum Beispiel bei Space Alert der Fall ist. Ne, eben auch hier eine Sci-Fi-Geschichte. Wir sind Kadetten im Raumschiff, das heißt, wir müssen erstmal lernen, wie das alles funktioniert. Dann werden wir in einem Einführungstext in die Geschichte eingeführt. Und dann gibt es hier eben so Story Karten. Für jeden Abschnitt des Kapitels gibt es halt 1 Set an Karten. Man deckt halt die erste Karte auf, liest dann halt den Text vor, der da draufsteht. Der führt meistens stimmungsvoll die Geschichte weiter und erklärt eben auch, warum man die Aufgaben macht, die man jetzt machen soll. Und damit halt zum Beispiel irgendwie gesagt, hey, aktiviert den Sprungantrieb. Und dann muss man halt hinlaufen, wo der Staubsauger steht, muss sich halt den Zettel nehmen, kurz halt durchlesen, was hier draufsteht. Manchmal stehen eben auch verschiedenfarbige Aufgaben drauf. Da wird immer gesagt, lies jetzt Abschnitt grün, jetzt Abschnitt gelb, jetzt Abschnitt lila, macht, was da draufsteht. Und dann muss man das eben machen, was eben dazu führt, dass man irgendwie damit interagiert, dass man vielleicht auch mit den Mitspielern irgendwas machen muss, und dann sagt man halt hier irgendwie geschafft, okay, dann wird die nächste Karte vorgelesen. Und währenddessen läuft halt ein Zeittimer, den man aber auch beliebig lang einstellen kann. Es wird immer 2 Minuten empfohlen. Wenn euch das aber zu stressig ist, dann könnt ihr auch sagen 3, 4, 5 oder irgendwie 6 Minuten, wobei so ein bisschen Stress sollte man schon haben. Und diese ganzen Aufgaben, die hier hinter versteckt sind, die sind witzig, kreativ und passen eben auch super gut zur Story. Ja, so zum Beispiel hier die Laser. Ne, die soll man einfach in verschiedene Richtungen werfen und dabei piu, piu, piu sagen und hat da vielleicht noch irgendwas anderes beizutun. Oder was auch eine ganz witzige Aufgabe war, ich erzähle jetzt einfach nur mal so 1, 2 Beispiele, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, was das so für Aufgaben sind. Ich gehe davon aus, dass man später im Spiel auf jeden Fall nochmal andere Aufgaben haben wird. Vor allen Dingen ist das hier eben ein Demo, ein Promo-File. Hier gibt es 7 verschiedene Systeme, wo halt hinten auch immer nur so ein paar Aufgaben drauf sind. Ich gehe davon aus, dass es im richtigen Spiel nachher wahrscheinlich vielleicht mehrere Versionen davon gibt, ohne das jetzt 100% zu wissen, weil ich hat das noch nicht in der Hand. Plus, es gibt eben 39 verschiedene Systeme, weil hier eben immer so Minispiele hinter versteckt sind. Zum Beispiel im optischen Scanner wird halt gesagt, nehmt euer Smartphone, aktiviert die Kamera, haltet die Hand über den Auslöser, streckt den Arm geradeaus, dann macht ihr die Augen zu und dann müssen ja die anderen Mitspieler sich so vor der Kamera positionieren, dass ihr Kopf komplett zu sehen ist und ihr Oberkörper maximal bis zur Brust. Und zwar alle, wenn wir mit mehreren Leuten sind. Dann macht ihr die Augen zu,
Dann stellen sich Leute irgendwie hin, sagen okay, dann drückt ihr auf den Auslöser, guckt halt, ob ihr es geschafft habt oder nicht. Und dann könnt ihr einfach weitermachen mit der nächsten Karte. Oder wenn ihr es nicht geschafft habt, wenn irgendjemand vielleicht den Kopf abgeschnitten hat oder mehr als die Brust zu sehen ist, dann müsst ihr halt euren Zeitmarker ein Feld vorbewegen. Und das kann halt zu einem Fehlschlag des ganzen Szenarios führen. Und so sind halt alle möglichen kreativen Aufgaben dahinter versteckt. Interessante, witzige Minispiele. Und ich habe das Spiel heute auch mit Karl ausprobiert. Sprich, wir waren zu zweit, wo man ja auch denkt, naja, wahrscheinlich eher noch mehr Leute, am besten 4 Personen oder so, damit es ganz witzig ist. Klar, das kann dadurch nochmal gewinnen, aber wir haben es zu zweit ausprobiert und wir hatten mega viel Spaß. Und Karl ist ja nun auch generell ein sehr rationaler Mensch, ein sehr vernünftiger Mensch. Wenn ich dem vorher sage, hey du, wir spielen jetzt ein Spiel, wo wir uns hier bewegen und irgendwie in der Wohnung was machen müssen, dann habe ich eigentlich auch eher mit der Reaktion gerechnet, so, oh nee, ein Spiel, wo ich mich bewegen muss, irgendwie voll doof. Aber er hat sich darauf eingelassen, hat den Gag mitgemacht und hatte auch, glaube ich, durchaus sehr viel Spaß dabei und ist auf jeden Fall auch dabei, wenn wir das Ganze dann eben in der großen Version spielen. Also eben auch ein Spiel, das läuft wahrscheinlich, es läuft nicht unter Familie, es läuft unter Fun. Und das kommt auch ganz gut hin. Das kann man gut mit der Familie spielen, das könnt ihr aber auch in einer reinen Erwachsenenrunde spielen. Ich kann mir super gut vorstellen, dass ich dieses Spiel Weihnachten mit nach Hause nehme, mit meinen Eltern spiele, meine Eltern mitmachen, meine Eltern das witzig finden und das wirklich so ein Mehrgenerationenspiel ist, das, wie gesagt, gut mit Kindern funktioniert, aber auch wunderbar mit Erwachsenen. Die Episode, die wir heute gespielt haben, hat so ungefähr 45 bis 50 Minuten gedauert. Ich gehe mal davon aus, dass die Episoden später im vollen Spiel auch so lange dauern werden und ich freue mich jetzt schon mega darauf, die richtige Version dann nach der Messe zu spielen und vor allen Dingen sie auch hier zu spielen. Ich war super gespannt, ob es möglich sein wird, in dieser Küche, die jetzt nicht wirklich riesengroß ist, das Spiel zu spielen, weil auch beim Lesen der Anleitung wirkt es eher so, okay, ein Haus wäre ganz gut, vielleicht eine größere Wohnung auch schon, aber hier mal gucken. Aber ich habe gesagt, komm, wir machen das einfach. Ne, wir legen eine Sache da auf die Spüle, eins hier irgendwie auf die Waschmaschine, da was auf die Stühle, da was irgendwie auf den Herd, hier was auf die Ablage und den Staubsauger stellen wir irgendwie hier in die Ecke und irgendwie die Anziehsachen legen wir da irgendwie in Schranknähe. Und das hat wunderbar geklappt, das war gar kein Problem. Ich gehe auch einfach davon aus, dass wir später im Spiel halt nicht die 39 Systeme parallel irgendwo aufbauen müssen, sondern immer in jeder Episode halt bestimmte davon. Deswegen wird das hier funktionieren. Wenn man auch den Flur und das andere Zimmer noch mit einbeziehen würde, dann ist das, glaube ich, auch gar kein Problem. Von daher, wenn ihr eben auch größere Wohnmöglichkeiten habt, dann wird das da ohne Probleme möglich sein. Aber es geht eben auch auf begrenztem Raum. Deswegen auf jeden Fall nicht davon absehen, sich das Spiel zu holen. Wie gesagt, wie es dann final wird, kann ich eben erst sagen, wenn ich das richtige Spiel gespielt habe. Aber ich gehe mal davon aus, dass dieser Demo-File hier schon einen sehr, 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 sehr guten Eindruck von dem Spiel verschafft. Und das wird jetzt eben noch bei einigen anderen Bloggern vorgestellt und die werden euch da auch in den nächsten Wochen da ein paar Berichte zu machen. Ich gehe eigentlich davon aus, dass die auch alle sehr positiv davon berichten werden. Daher gehe ich auch stark davon aus, dass dieses Spiel sehr schnell ausverkauft sein wird, weil da einfach Leute neugierig drauf sind, weil es halt witzig ist, innovativ. Es ist nicht halt so ein dröges Brettspiel, wo wir halt nur irgendwie am Tisch rumsitzen und Siegpunkte sammeln, sondern es ist so ein Happening, wo wir eine Geschichte erleben, spannende Sachen machen und uns vielleicht auch teilweise wieder zurück in unsere Kindheit versetzt fühlen. Und es ist einfach ein tolles Erlebnis, das ich auf jeden Fall nur sehr empfehlen kann. Wie gesagt, die abschließende Meinung dann, wenn wir das volle Spiel durchgespielt haben. Aber es gibt ja bisher noch quasi gar keine Infos zu dem Spiel. Deswegen hoffe ich, dass ihr jetzt einfach einen Eindruck gewonnen habt, ob das ein Spiel sein könnte, das für euch funktioniert. Und ich glaube, den allermeisten Menschen wird das Spaß machen. Sogar Leute, die totale Bewegungsmuffel sind, denen könnt ihr im Zweifel Sachen so in Sitzreichweite hinlegen, dass die einfach dann irgendwie so da rankommen können. Ich glaube, die werden den Gag auch mitmachen und ein bisschen durch die Gegend laufen. Es ist halt nicht total dämlich, es ist einfach witzig, es sind charmante, tolle Ideen drin. Probiert es einfach selbst aus, ladet euch, wenn ihr mögt, die Print-and-Play-Version runter, gebt auch gerne Feedback, wenn ihr die schon gespielt habt und dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zugucken, gebt dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, falls ihr es nicht getan habt. Bis bald und tschüss!